Heute möchte ich mich dieser wunderbaren Pflanze widmen und wie ich finde, ein super Mischkulturpartner draußen im Freiland oder auch im Gewächshaus für eure Kulturen. Und das darf auf keinen Fall bei euch im Garten fehlen. In diesem Video möchte ich mich der Tagetes widmen. Wie ich finde, eine super Pflanze in der Permakultur, erfüllt sehr viele Aufgaben. Und ich hatte sie das letzte Jahr im Folientunnel angebaut, die buschige Variante. Und bei mir war die buschige Variante nur ungefähr 30 cm so ein Umfang bzw. Durchmesser und ungefähr 30 bis 50 cm hoch. Es gibt auch natürlich eine größere Version, also eine hohe Tagetes, die wird dann ungefähr 1,50 groß. Und wie ihr schon hier sehen könnt, bildet sie sehr schöne Blüten. Das ist jetzt so eine gelbe mit einer roten Musterung. Gibt auch die in Orange, Rot, Weiß, auch in diesen verschiedenen Musterungen. In Braun, in Blau habe ich sie auch schon mal gesehen. Also eine sehr schöne Farbenvielfalt und Farbenpracht. Habe sie auch deshalb in den Folientunnel mit angebaut, weil sie halt sehr viele Wildbienen zum Beispiel mit anlockt. Ein weiterer nützlicher Grund sind die Wurzeln von der Tagetes. Die haben halt spezielle Giftstoffe und Nematoden, also so ganz kleine Fadenwürmer. Vielleicht kennen sie einige von euch, nutzt man halt gerne gegen Traumückenlarven oder gegen andere, sagen wir mal, Käfer und Insekten und Tiere, die halt unten in der Erde sind. Die fressen die zum Beispiel auf. Und da bei der Tagetes ist es so, dass diese Nematoden zum Beispiel die Wurzeln anknabbern können. Und dadurch werden halt Giftstoffe freigesetzt, die halt zum Beispiel andere größere Tierchen, wie zum Beispiel Eggerlinge, von euren Pflanzen fernhalten können. Das heißt, man kann sie auch ruhig an Tomaten ransetzen, an Zucchinis, dass halt dann die Wurzeln da auch von der Tagetes mit an die damit rankommen. Also das heißt, es ist nochmal ein zusätzlicher Schutz für eure Pflanzen in einem gewissen Bereich, in einem Bodenbereich. Und draußen an der Oberfläche nutze ich auch Tagetes gerne als Ablenkungspflanze für Schnecken. Die gehen da sehr gerne ran, sehr gerne an die Blüte. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Zucchini raussetzt, Salat und ihr merkt, dass da die Schnecken euch immer die Pflanzen wegfressen, versucht mal da Tagetes zwischen ranzusetzen. Werden zwar die Blüten die ganze versuchen anzuknabbern, aber dann habt ihr wenigstens eine schöne Ablenkungspflanze. Und eure Pflanzen, wo ihr dann richtig große Ernte zum Beispiel einfahren könnt, werden geschützt, können dann besser wachsen, bis dann die Schnecken zum Beispiel da kein Interesse haben. Am besten, ihr sucht euch dann noch eine Sorte aus, die ihr essen könnt. Es gibt Gewürztagetes und die kann man dann auch super in der Küche dann mit nutzen oder eure Speisen mit verfeinern. Also da einfach mal gucken für die entsprechenden Sorten. Dann, wie schaut es aus mit der Aussaat? Also man kann die vorziehen, damit die halt so schön groß sind, damit ihr sie zum Beispiel direkt im Mai so raussetzen könnt. Am besten Februar, März. Man kann auch im April die Aussaat machen, also die Direktaussaat. Muss halt aber dann einfach schauen, dass... Oder man muss sich einfach bewusst sein, dass die dann nicht eine kürzere Blütezeit hat. Also wenn man sie vorzieht, können sie ja jetzt schon blühen, wie ihr seht, also im Mai. Und die blühen dann bis zum ersten Frost, also bis in Oktober hinein. Die mögen halt auch einen recht sonnigen Standort. Und die Erde sollte halt recht feucht sein. Einfach schauen, dass es nicht austrocknet, weil damit kommt sie nicht ganz so gut klar. Also ich hoffe, ich konnte euch etwas diese Pflanze näher bringen und warum ihr auch ihr sie bei euch im Garten kultivieren solltet. Eine recht vielseitige Pflanze. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Gerne auch was in die Kommentare schreiben. Hilft mir unten Algorithmus. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, gerne unten rein. Beziehungsweise auch weitere Erfahrungen zu Tagetes habt, können wir auch gerne da in der Konversation treten. Gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Kostenlos, jederzeit kündbar auch. Und auch gerne, da bin ich wieder auf eure Unterstützung mit angewiesen, damit der Kanal weiter wachsen kann. Freunden, Bekannten, Familie von mir und meinem Projekt erzählen, dieses Video auch teilen, den ganzen Kanal auch teilen, damit ich hier auch weiterhin, ja, damit wir halt gemeinsam wachsen können und ich auch mehr Leute damit erreichen kann und meine Arbeit auch, sagen wir mal, in dem Zusammenhang auch eine Wertschätzung von euch auch mit erlangt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin,